Ohne Filter, ohne Make-up gibt's heute einen Vlog. Wir haben Montag in der Osterwoche und Beate von Nerdlounge und eine sehr gute Freundin Lisa, zu dritt fahren wir ins Lesehotel an den Hallstätter See. Ich verlinke euch natürlich gern das Hotel, denn das ist der wahr gewordene Traum. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Maris Salon Deliver und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, die Woche wird hoffentlich genial, genauso wie wir sie uns erwarten. Unsere Freundin Lisa hat, ich glaube im Oktober, im November gesagt, sie fährt dahin, eben in das Lesehotel, sie hat es gebucht und wir waren dann relativ schnell auch mit von der Partie. Ein Lesehotel, das klingt genial und ich möchte euch natürlich gern mitnehmen. Bin nicht die große Vlog-Dreherin, das wisst ihr, aber die Woche bietet sich einfach genial dazu an. Die Koffer sind gepackt. Ich hole jetzt dann die Beate ab zum Frühstücken und wir warten auf Lisa, die aus Deutschland kommt. Die wohnt in der Nähe von Heidelberg und dann werden wir Autos tauschen, denn als die Lisa gesagt hat, ja, dann komme ich und dann springt ihr ins Auto, habe ich einen Tag drüber nachgedacht. Sie hat ein Auto, wenn ich es ganz drastisch formulieren darf, ihr Auto passt in meinen Kofferraum. Und jetzt stellt euch dieses kleinere Auto vor. Mit drei Damen, die tatsächlich jede wahrscheinlich einen Trolley hat und dann noch eine Büchertasche und alles, was dazu passt, in einem kleinen Smart-ähnlichen Auto. Ich nenne das jetzt mal so. Ich habe doch ein wenig ein größeres Auto und deswegen tauschen wir jetzt einfach hier bei mir und nehmen das größere Auto. Das wird ein bisschen bequemer und wir haben dann mehr Platz und fahren dann circa 3 bis 4 Stunden. Wir werden ein bisschen Pause machen und ich nehme euch gerne mit. Ich glaube, das wird richtig, richtig toll. Die Beate, ich verlinke euch ihr Video dazu, hat auch ein Video gemacht mit den Büchern, die sie mitnimmt. Und ich habe natürlich auch welche mitgenommen. Die zeige ich euch aber erst später. Naja, was auch nicht sehr schwer ist, weil sie sind schon verpackt in meinem Auto. Ich könnte sie jetzt gar nicht mehr rausholen. Aber ich freue mich total drauf und hoffe, dass es einfach tolle Impressionen geben wird. Es ist dort, das Hotel ist wirklich ausgerichtet auf Leser und wird von diversen Verlagen mit Büchern ausgestattet, mit Neuerscheinungen. Und das interessiert uns natürlich brennend. Hallo! Das ist, yay! Also wir freuen uns sehr drauf. Wir werden uns wahrscheinlich viele, viele Bücher anschauen, aber hoffentlich auch die eigenen dann fertig lesen oder weiterlesen, wie auch immer. Viel, viel Lesezeit, Ruhe. Das Ganze ist, glaube ich, sehr, sehr abgelegen. Ja, man sieht dort auf den See runter. Das Wetter wird so, mal so, sehr aprilmäßig. Egal, es ist uns völlig egal. Wir werden natürlich auch kurz nach Hallstatt runterfahren. Eigentlich haben wir gedacht, wir könnten dort hinuntergehen. Nein, das ist ein bisschen zu weit weg. Ich habe gedacht, das ist einfach auf einer Anhöhe und dann tap, 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 gehen wir nach unten. Nein, war mein Wunsch war da ein wenig zu optimistisch. Egal, jetzt habe ich eh schon wieder zu lange geplappert. Wir sehen uns wieder und wünscht uns Glück, dass es genauso toll wird, wie wir es uns vorstellen. Hallo! Für mehr Realität auf YouTube. Wir sind gerade, wo sind wir? Hochfällen. Irgendwo in Deutschland. Entschuldigung. Nicht. Das ist wichtig. Ja, ganz wichtig. Und das ist die Aussicht, die wir hier haben. Ist es nicht schön? Gell? Schön grün und echt Frühling. Richtig Frühling. Ja. Und ja, total die schön. Berge noch. Ja, total schön. Kitschig. Wirklich. Und dann? Realität auf YouTube. So schaut es da aus. Also es ist jetzt nicht gerade schön. Put in travel west only. Ja genau, aber sonst ist es schön. Wir haben wenigstens Sonne und alles ist gut. Wenn Engel reisen. Genau, danke. Oh, wie schön. So ein Kitschende. Das war die Realität. Mehr Wahrheiten auf YouTube. Wir sind jetzt hier im Lesehotel und das ist der Ausblick. Da unten, das ist der Hallstätter See. Wir befinden uns hier auf knapp 1000 Meter. Es war ein langer Weg hier herauf. Das war echt, gell? Das war schräg mit dem Auto da rauffahren.
Und so sieht es jetzt aus. Und hört ihr das? Ja, man hört nur Vogelzwitschern. Es ist jetzt 17.15 Uhr am Montag. Wir sitzen hier im Lesezimmer. Ja, das ist so ein Stuhl. Jetzt mache ich da mal einen Turnaround. Und das ist der Ausblick, den wir im Moment haben. Diese zwei Stühle können wir im Moment nicht benutzen, weil sie in der Sonne stehen. Es blendet. Also das ist in der Früh sicherlich total cool. Und ja, so schaut es im Moment aus. Da drüben, ich bin nicht allein, das sind andere Menschen. So, wir sind jetzt da kurz am Weg. Wir lesen also im Moment gerade nicht. Wir bewegen uns da ein wenig und es fühlt sich an wie zu Hause. Berge, Schnee, Wald. Nur mit Urlaub, genau. Er hat ja völlig recht. Ich gehe doch hier nicht mehr fort. Doch, wenn irgendwann das Geld ausgeht. Leider. Also, wir sehen hier jetzt in Bad Ischl gibt es auch einen McDonald's. Bad Ischl ist die Kaiserstadt in Österreich. Das war der Sommersitz. Und das ist ein total nettes kleines Stadtl. Hat was. Aber in dieser Straße, die da kommt, da hinten, da unten, gibt es ein Thalia. Ratet. Was? Also vier, ja, passt schon. Ich glaube, bei Caroline. Ja, also. Bitte schön. Ich hätte jetzt gerne Tour wieder vor. Die Geschenkkarten sind aber, glaube ich, ausgenommen. Geschenkkarten, ja. Das ist
Die sind aber auch aggro. Das hast du jetzt gehört? Dann, wie die, in die, die behaupten, ihr seid aggro. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Dass die behaupten, dass ihr aggro seid. Und wir wissen es. Hallo. So, wir sind in Hallstatt und was tun wir? Wir fotografieren und filmen die Katze. Das ist wurscht. So, Weltkulturerbe Nummer 2. Und es wird sofort wieder die Katze gefilmt. Ich finde das so geil. Miet, miet. Genau, die Katzen ignorieren mich überall. Es ist jetzt 10:15, es ist Mittwoch und wir kommen gerade vom wirklich leckeren Frühstück. Also es ist alles dabei, was das Herz begehrt. Es findet sich jeder etwas. Unsere Freundin hat ja nicht nur eine Glutenunverträglichkeit, sondern sie kann das Ganze auch nicht verarbeiten. Nennt sich dann Zöliakie und da muss sie wirklich sehr aufpassen und hier gibt es die perfekten Bedingungen. Also wirklich toll machen die das. Naja, und für heute habe ich es eher ruhig. Ein bisschen drehen, ein bisschen lesen, ein bisschen rausschauen, weil gestern waren wir sehr aktiv. Wir haben einen Spaziergang durch den Wald gemacht, waren dann in Bad Ischl, da wo der Kaiser früher wahnsinnig gern Urlaub gemacht hat, und dann haben wir uns noch an den Hallstätter See getraut. Abends hat es dann angefangen wirklich zu stürmen und der ganze See war in Wallung, also es war laut und der Wind ist immer noch, also ja, es stürmt recht sehr. Und ich für mich mache das heute ein bisschen ruhiger. Ich habe euch noch gar nicht gezeigt, welche Bücher ich hier mitgenommen habe. Ja, und das seht ihr da hinten, seht ihr das? Ja, ein wenig zumindest. Das Hotel ist voller Bücher. Und wir haben auch schon viele, viele in der Hand gehabt. Aber ich zeige euch jetzt, welche ich mitgenommen habe hier zu diesem Aufenthalt. Mein Currently Reading, in der Zwischenzeit auch schon fertig, von Ally Hazelwood Bright, Die unergründliche Übernatürlichkeit der Liebe, erschienen bei Rütten und Lönig und übersetzt von Anna Julia Strull. Ja, die übersetzt, glaube ich, alles von Ally Hazelwood. In der Zwischenzeit fertig gelesen, es war ja nicht mehr wahnsinnig viel. Es geht hier um eine Frau, die Vampirin ist und Misery, eine sehr bewegte Vergangenheit hat. Ganz viel ist da schon passiert. Und nun soll sie den Alpha-Werwolf Low heiraten. Warum sie zustimmt, das zu machen, so weiter, wird wirklich gut erklärt. Und ja, das ist es, mehr will ich gar nicht dazu sagen. Kommt natürlich im Lesemonat März.
für mich war es wieder ein tolles Buch von Ellie Hazelwood, hat mich aus einer kleinen Leseflaute geholt und ist also schon gelesen. Und das ist hier mit diesem richtig, richtig schönen, tollen, netten Buchschnitt. Dann gibt es ja von Beate Acker Nerd Lounge eine Leserunde, sprich Buddy Read, zu dem Buch Eine Bibliothek in Paris von Janet Skelsian Charles, erschienen im Blanvalet Verlag und übersetzt aus dem Englischen von Elfriede Peschel. Ich bin noch nicht sehr weit, knapp 100 Seiten sind das. Und ich muss jetzt dazu sagen, der Funke zündet zurzeit noch nicht. Das Ganze spielt auf zwei Zeitebenen. Wir haben rund um die Besatzungszeit in Paris die amerikanische Bibliothek, die eine wirklich wichtige Rolle gespielt hat. Und da gab es einige Mitarbeiter, die dort wesentlich beteiligt waren an dieser Rolle. Und dann gibt es einen Handlungsstrang in den 80er Jahren, wo die 12-jährige Lilly auf ihre Nachbarin trifft, die sehr verschlossen ist, sehr zurückhaltend, über die man fast nichts weiß in diesem Ort. In dem Buch oder für das Buch bestehen jetzt im Grunde genommen im Moment nur zwei Chancen. A, ich breche es ab, das steht, ist möglich. Oder aber der Funke springt doch noch über und ich lese dann wirklich mehr oder weniger in einem Zug durch. Ich kann das im Moment einfach nicht sagen, wie es sein wird. Ich bin noch beim Überlegen, ich habe ja noch Zeit, es zu lesen. Ja, mal schauen, was daraus wird aus diesem Buch. Wir haben einen gemeinsamen Buddy Read, sprich Beate, Lisa und ich. Und das ist jetzt total also für mich nicht sehr, sehr natürlich, dass ich so viele Bücher gleichzeitig lese. Wir haben uns ja entschieden für Things We Never Got Over von Lucy Score, erschienen im Forever Verlag und übersetzt von Dorothee Witzemann. Das ist die Knockmut-Trilogie, soviel ich weiß, der erste Teil. Ich habe angefangen, wobei ich aber dazu sagen muss, das zähle ich jetzt nicht wirklich. Es ist ein 500-Seiten-Buch und ehrlich gesagt, es ist wahnsinnig klein geschrieben. Ich bin jetzt beim Überlegen, ob ich das nicht irgendwann als Hörbuch mir zu Gemüte führe. Es geht um Naomi, die nach Knockmut oder wie auch immer man ein Wort nennt, kommt, um dort festzustellen, dass ihre Zwillingsschwester verbrannte Erde hinterlassen hat und irgendwie einen Weg oder ein neues Leben beginnen muss. Der Anfang, es liest sich gut, aber ich denke, bei 500 Seiten mit dieser kleinen Schrift wird es Längen geben, das habe ich auch schon gehört. Also es wird wahrscheinlich im März nicht mehr fertig gelesen oder fertig gehört. Ein Rezensionsexemplar ist mitgekommen und ich habe das gewonnen bei Morava Österreich. Ja, Morava Österreich und zwar von Anja Jonuleit Kaiserwald. Da steht ja auch ihr persönliches Leseexemplar. Spielt ebenfalls auf zwei Zeitebenen, 1997 in Riga und in der Gegenwart. Und wir haben hier Penelope, die mit 8 Jahren ihre Mutter verliert, ist das falsche Wort, sondern ihre Mutter verschwindet. Und dann, Jahre später, wird irgendwas in Gang gesetzt. Ich weiß es nicht genau was. Offiziell habe ich es noch nicht, habe ich es begonnen? Ja, doch, ich habe es begonnen. Ich habe es gestern Abend begonnen und ich war schon müde. Das ist keine gute Idee. Es wird aus drei Perspektiven erzählt, eben in diesem Wechsel an den Zeitebenen. Und da muss man munter sein, also zumindest um reinzukommen richtig. Es ist spannend, dass ich finde es jetzt schon in den ersten 20, 25 Seiten recht ansprechend, weil ich schon wissen will, wie hängt das Ganze miteinander. Ich mag das, wenn du Handlungsstränge hast, die einfach am Ende dann zusammengeführt werden. Ich glaube aber, dass das Buch eher etwas ist, was ich zu Hause lesen werde. Hier gibt es einfach zu viele Ablenkungen. Also sprich, wenn ich die Treppen runtergehe, dann sind da überall Bücher und dann schaut man natürlich hinein und ist irrsinnig abgelenkt. Das ist kein Buch, um sich ablenken zu lassen. Ich glaube, da muss man dranbleiben. Das werde ich dann in zu Hause wieder weiterlesen. Ich habe nicht sehr viel, deswegen ist es nicht tragisch, wenn ich das erst weiter, also richtig anfange, wenn ich zu Hause bin wieder. Beim nächsten
verlinke ich euch mein Short, das auf YouTube erschienen ist, beziehungsweise das Reel auf Instagram. Das habe ich kurz bevor wir weggefahren sind gedreht. Da hatte ich eine Idee und dachte, das mache ich jetzt. Hatte eine tolle Assistentin, um mir ein Buch auszusuchen, das ich mitnehmen kann. Herausgekommen ist von Siran J. Zhao. Ich habe leider keine Ahnung, wie man das genau ausspricht. Iron Widow, Rache im Herzen, im Panheiligen Verlag erschienen. Und übersetzt von Michaela Link. Die Hauptfigur wird Pilotin, um Rache an den Mördern ihrer Schwester zu nehmen. Nur Pilotin zu sein, ist anscheinend kein einsamer Job, sondern geht immer nur als Paar. Und wie das dann genau funktioniert, weiß ich nicht. Es gibt diese Chemagie, die ausgeführt werden kann von Mann und Frau. Und eigentlich ist dann auch immer so, dass der Mann der Stärkere ist, aber in ihrem Fall ist sie die Stärkere. Also sie ist definitiv, hat mehr Macht. Wie das dann funktioniert, für mich ist das mehr oder weniger so ein Versuchsballon, weil das Ganze im asiatischen Raum spielt oder einen asiatischen Touch hat und ich mir da ja extrem hart tue. Ich bin ja, was das angeht, vor allem bei den Namen, fühle ich mich einfach schnell überfordert, aber das klingt wahnsinnig toll und ich bin gerade im Fantasy-Fieber, dass ich mir denke, das könnte dann schon etwas für mich sein. Und ich mag das, also wow, richtig, also dieses Rot, ein Traum. Und ja, irgendwie könnte das für mich sein, vor allem in meinem Fantasy, So, mir fällt jetzt kein Wort an, egal. Deshalb werde ich heute zu einem heißersehnten Buch greifen, das noch original verpackt und eingeschweißt ist. Aber ich glaube, das ist für hier, für diese Natur, die wir hier haben, für diese Ruhe, glaube ich, ist es perfekt. Der dritte Teil von Crescent City, Wenn die Schatten sich erheben, von Sarah J. Maas, erschienen im DTV-Verlag. Ich kann leider im Moment nicht sagen, wer es übersetzt hat, weil da nichts steht, aber ich will einfach wissen, wie es weitergeht. Es hat diesen eher schräg anmutenden violetten Buchschnitt. Aber egal, ich finde es sehr schön, es passt sehr gut zu den anderen beiden. Und ich glaube, als Gegenpart zu dieser Natur, zu diesem Wind, der da ist, ist es perfekt. Und wie gesagt, meine Fantasy-Begeisterung ist im Moment riesig und ich glaube, das sollte ich jetzt einfach befeuern und weiterlesen im Fantasy-Genre und die anderen Sachen dann ein bisschen später nachlesen. Ja, so läuft das und ich nehme euch später noch ein bisschen mit. Es tut mir leid, wenn es da jetzt ein bisschen dunkel ist, aber ich kann die Tür nicht aufmachen und die Sonne nach draußen gehen, was ja eigentlich sehr viel schlauer gewesen wäre, weil der Wind so laut ist und ihr dann gar nichts mehr gehört hättet. Und mir fällt gerade auf, ich habe vergessen, das Mikrofon hinaufzugeben. Also falls die Tonqualität schlecht ist, es tut mir leid. Und ich zeige euch jetzt aber die Aussicht noch einmal kurz, weil, seht ihr das? Es schneit. Das ist echt übel. Sieht man da gar nicht, oder? Sieht man das? Es schneit? Nein, sieht man nicht. Müsst mir vertrauen, es schneit. Und ich zeige euch jetzt aber kurz mein Currently Reading.
Ich lese zurzeit, ich habe jetzt wirklich angefangen, weil ich mir denke, ach, über Ostern wäre das doch toll, wenn ich damit fertig werden würde. Crescent City von Sarah J. Maas, erschienen im DTV Verlag. Es hat knapp 900 Seiten. Das ist das mit diesem violetten Buchschnitt. Es hat ein bisschen über 900 Seiten. Ich habe jetzt 50 gelesen. Ja, das ist richtig, richtig toll. Und bisher gefällt es mir gut, aber ich bin halt noch nicht wirklich drin. Und ja, mei, es ist. Schauen wir mal, ich werde den Lesesessel, auf dem ich da sitze, echt vermissen. Ich habe zwar einen tollen zu Hause, aber der hat irgendwie... Das ist richtig fein, aber ja, die Woche geht dem Ende zu. Ich bin traurig. Die letzten Minuten im Lesehotel beginnen. Wir sind jetzt bereit, um auszuchecken, um zu zahlen und uns auf die Heimreise zu begeben. Wir sind traurig, das muss ich echt sagen. Ich glaube, die Beate wird das ähnlich sehen, die Lisa auch. Es war eine tolle Auszeit. Wir können solch eine Auszeit nur empfehlen. Wir können das ganze Hotel empfehlen. Es war mega toll. Wir haben die Zeit genossen, es war ruhig, wir hatten wettertechnisch alles von strahlendem Sonnenschein bis hin zu Megasturm. Gestern hat es dann auch noch geschneit, also wir hatten tatsächlich alles hier. Und wir konnten in ganz, ganz viele Bücher reinlesen. Tatsächlich haben wir dann auch nicht so viele Bücher beendet, wie wir gedacht haben, aber das war fast zu erwarten. Wir haben ganz, ganz viele Bücher in der Hand gehabt, es gibt mega, mega Auswahl. Es findet sich jeder was, in das man einfach mal reinlesen kann oder schon einmal gesehen und gesagt, boah, das interessiert mich und jetzt kann ich es zur Hand nehmen und einmal die ersten Kapitel vielleicht lesen und das Buch fotografieren und dann sagen, ja, vielleicht nehme ich es mir doch irgendwo und schauen wir mal, ob ich es vielleicht gebraucht bekomme oder wie auch immer. Küche war super. Also wir hatten nichts zu motzen. Frühstück sehr üppig, reichlich, schön, gut und das Abendessen frisch zubereitet. Also die Küche ist da jeden Tag fix und gute Auswahl an Speisen. Es gibt drei Menüs zur Auswahl oder drei Hauptspeisen zur Auswahl. Man findet sich auf jeden Fall was. Und selbst so wie die Lisa es mit ihrer separaten Erkrankung ich nenne das jetzt einmal eine Sonderbehandlung gebraucht hat, hat alles bekommen. Und das ist natürlich schon ein mega Vorteil, wenn man da so direkt an die Besitzer oder an die Verwalter dort sich wenden kann und sagen, ich habe das und das Problem, könnten wir das berücksichtigen? Und es hat echt gut funktioniert. Wer sich das gönnen will, und das ist tatsächlich etwas, was man sich gönnen sollte, etwas, was man gönnen muss irgendwann einmal, dann kann ich euch dieses Hotel mehr als nur ans Herz legen. Gleichzeitig ist man relativ schnell am Hallstätter See, hat dann auch noch ein Weltkulturerbe mehr oder weniger gesehen und kann da ein bisschen die Seele baumeln lassen. Es war mega. Es hat mir jetzt so gut gefallen. Ich würde sofort verlängern. Ja, wir haben schon darüber geredet, wiederzukommen. Es ist jetzt nicht, dass wir das heuer machen, also in diesem Jahr nochmal machen oder nächstes Jahr, aber so alle zwei Jahre wäre das schon irgendwie ein Highlight auf unserem Terminplan, in unserem Terminkalender. Das war jetzt im Moment einmal das letzte Schnipselchen aus dem Lesehotel und ich melde mich wieder, wenn ich zu Hause bin und in meiner gewohnten Umgebung und dann gibt es noch einmal ein kurzes zusammenfassendes Fazit.
Wieder zurück in gewohnter Umgebung. Ich habe im Lesehotel vergessen, mich kurz zu verabschieden und einen Abschiedsbericht mehr oder weniger zu drehen. Ihr seht also, wie gut ich im Vloggen bin, wie konsequent ich die Kamera mitnehme bzw. nicht mitlaufen lasse. Deshalb muss ich mich hier jetzt in meiner Bibliothek verabschieden. Kurzes Fazit, das Lesehotel war toll. Es ist leicht ab vom Schuss, sprich man fährt nach Bangäusern und fährt dann diese Bergstraße, die ist knapp 6 Kilometer lang, kurvenreich zum Hotel. Also man braucht ein Auto, um dort anzukommen und nicht ganz gefangen zu sein, auch wenn die einen Taxiservice anbieten. Es macht es ein bisschen freier, man kann dann nach Hallstatt kurzfristig fahren oder man sagt, oh, ich hätte gerne irgendwas, habe was vergessen oder so, dann kann man recht flexibel reagieren. Ansonsten ist die Lage dieses Hotels einmalig, man hat einen tollen Blick auf den Hallstätter See und auf die Berge dort. Die Vögel wecken einen morgens und die Zimmer sind richtig schön gestaltet, das Personal wahnsinnig bemüht, Frühstück sehr ausreichend üppig, man kann alles nachfragen, was man gerne hätte. Abends die Küche mit einem 4-Gänge-Menü empfehlenswert. Also jetzt nicht die fancy Küche mit außergewöhnlichen Zutaten oder extra importierten Geschichten, nein, es ist alles sehr regional und einfach sehr abgestimmt und das war köstlich, richtig köstlich und lecker. Sonst, was möchte ich sonst noch sagen? Die Bücher, die dort angeboten werden bzw. dort liegen, in der vertikalen Bibliothek, sprich im Treppenhaus, sind ganz, ganz viele Bücher mit unterschiedlichsten Themen aus Verlagen, von denen ich noch nie was gehört habe. Das macht Spaß. Die Zimmer haben jeder einen Sponsor, mehr oder weniger einen Verlag. Allerdings sind die Bücher im Laufe der Jahre natürlich von einem Zimmer ins andere gewandert oder ins Lesezimmer runter und drauf. Also es ist eine schöne Mischung in allen Zimmern zu finden. Ich werde natürlich im Lesemonat auf die Bücher eingehen, die ich dort gelesen habe. Ich habe mir nämlich 3 ganz, ganz dünne Büchlein ausgesucht. Das war mal was anderes. Aber dazu müsst ihr dann den Lesemonat März euch anschauen. So viel zu dieser kleinen, kurzen Woche im Lesehotel, mein Vlog. Deswegen kurze Verabschiedung. Ich wünsche euch wie immer eine tolle Woche, einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen, tut euch selbst was Gutes, bitte bleibt gesund und vor allem sucht euch guten Lesestoff. Viert euch, bis bald!